Okay, und oh, jetzt kommt wirklich der Oberkracher, okay? Konzert. Kannst du bitte nicht husten, während ich die Story erzähle? Ich hab so extra gut zugemacht. Okay. Du hast Tee ausgedrückt. Du hast komplett Tee auf deinem Shell, soll das so sein? Och nee. Oh. Das war ich gerade gehustet. Sind wir ready? Willst du dich nochmal schick machen, Romatra, oder willst du so jetzt einfach aufnehmen? Gut, dass ich den Mann, es geht schon los, gell? Gut, damit herzlich willkommen zum Editor! Zusammen mit Dominik und Kevin. Und wir haben heute einen Special Gast dabei. Es ist niemand Geringeres als der kleine Bruder von Trimax, Romatra. Romatra aus Bonn. Mein Name ist Wieland Welte, ich bin Romatra, ich bin amtierender Box-Champion. Bro, actually. Actually bin ich amtierender Box-Champion. Das kannst du jetzt sagen. Ja. Kann man damit Romatra Bitches pullen? Ich könnte, ich habe eine Freundin, deswegen mache ich es. Aber hast du die mit Box gepullt? Mit Box-Champion? Nein, meine Freundin hatte ich schon davor. Wäre cool, Romatra, gewesen, jetzt ja gesagt, Profi. Ey, ich möchte ganz kurz diesen Einsatz sagen. Romatra, in meinen Augen bist du ein verfickter Champion. Danke. Wirklich. Ey, aber jetzt mal No-Cap. Wirklich. No-Cap, um kurz auf dieses Box-Ding nochmal zurückzukommen. Ich habe dir das schon privat gesagt und ich habe es auch in meinem Vlog gesagt und du weißt es auch. Ich weiß auch. Aber ich würde es einfach nochmal sagen, dein Boxkampf war der geilste an diesem Abend. Wirklich, ohne Scheiß. Bro, du hast keine Ahnung, wie sehr wir geschrien haben für dich. Hast du den Vlog von Kevin gesehen? Ich habe jeden einzelnen Vlog von diesem Abend angeschaut. Hast du gesehen, wir haben geschrien, Digga. Ich hatte nach dem ersten Kampf keine Stimme mehr mäßig, ich war heiser, weil wir haben geschrien, Romatra, schlag ihn einfach und so. Vielleicht. Ja, genau so. Genau Romatra, so. Schlag ihn einfach. Komm, mach schon. Aber nicht zu fest, aber mach so, ja. Nee, das war wirklich krass, Bro. Da hast du dich verewigt. Auch voll krass, wenn wir zusammen unterwegs sind. Wir waren auch mal bei irgendeinem anderen Event, nur zu zwei, ich weiß nicht mehr genau was. Romatra wird immer Japan-Tag. Hier der Boxer. Oh ja? Würdest du sagen, du wirst seit dem Boxkampf öfter erkannt? Ja, safe. Das sind meistens Leute, die kennen mich dann auch nur durch den Boxkampf. For real? Ja, und ja. Ich mach dann manchmal auch, also alle 10 Leute, die mich erkennen, mache ich so einen Gag, komm, dann kostet es aber ein Prime-Sub das Foto. Und dann gehen die auf Twitch und dann folgen die mir teilweise nicht mal. Achso, die müssen es dann live vor deinen Augen machen. Ja, genau. Die sollen mir dann folgen. Oh mein Gott, Spaß. Aber die folgen dir nicht mal? Genau, ja, die folgen mir dann teilweise nicht mal. Ja, aber ich muss auch sagen, weil sonst, man kennt ja so die Leute, die halt sonst jetzt uns oder dich oder so erkennen, sind ja so ungefähr in einem gewissen Altersspanne und haben so ein bisschen so eine Appearance, so wo man sagt, okay, das ist ein chilliger Typ, der zockt oder so. Ja. Aber die Leute, die Romatra dann auf dieses Boxing speziell ansprechen, fallen völlig aus diesem Raster raus, finde ich. Die sind so, also da würdest du jetzt nicht denken, dass es jemand ist, der uns guckt. Und ist es ja auch nicht. Sondern Dominik, ich sag ehrlich, ich habe gar keinen Plan, was du gerade erzählst. Ich check's nicht, ey. Romatra wird aufs Boxen angesprochen. Ja. Aber so die Typen, die einen normalerweise ansprechen, hey Romatra, was geht ab? Mhm. Die sieht man doch so ein bisschen, die sind ungefähr in einer Altersspanne, die uns schon ansprechen. Ah, du meinst, dass man diese Leute, die Romatra nur über den Boxkampf kennen, dass die anders aussehen oder ja, ein anderes Alter, eine andere Zielgruppe sind. Genau das habe ich doch gesagt. Okay, ein bisschen. Freunde, es ist wahnsinnig früh morgens, Alter, I'm sorry. Nee, es ist 11 Uhr. Ja, aber ja, die sind dann so richtig so Box-Achis, wo du so denkst, die sitzen schön, machen sich einen König Pilsner auf und sitzen schön vorm Fernseher und sagen, ich kenne die zwar nicht, aber der schlägt den richtig kaputt, gerade das finde ich geil. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas triggert sowas Simples in mir, wenn zwei Leute sich aufs Maul hauen. Ich dachte persönlich, dass ich das nie enjoye. Ich habe mit meinem Dad oder so ab und zu mal Boxen geguckt, so Klitsch-Klassiker früher. Aber so ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr so früher Kampfsport geguckt oder so? Weil, also mich hat es eigentlich irgendwie jetzt nie so krass gecatcht. Aber irgendwas ist es, wenn da Leute sind, die du kennst. Wenn da so ein Romatra drinsteht, so ein Trimax drinsteht. 100 Pro. So, wenn da so zwei Leute zusammen fighten, die du kennst. Und du weißt, okay, wir sind so, ne, guck mal, wir haben zum Beispiel jetzt zu dir hatten wir ja obvious mehr Relation als jetzt zum Beispiel zu Vlesk. Also waren wir obvious für dich. So, und es war einfach geil, jemanden so anzufeuern, der in so einem One-v-One, Mann gegen Mann, Raw, wir boxen uns Ding steht. Es ist wie jemand zusammen zockt und einer aus dem Team ist in einer Clutch-Situation, aber in echt. Und gerade 16.000 Leute schauen ihm zu und wir sind Teil davon. Ja, ist krass. Warst du, wir haben darüber privat schon gesprochen, du meintest, dass du gar nicht wusstest, dass es in der Lanxess Arena ist. Du dachtest, es ist so ein kleiner Raum. Genau, am Anfang hatten wir so den Plan eigentlich, also die Idee war ja, oh, lass kommen, wir hauen uns aufs Maul, wer stärker als wer und so. Und es war immer nur der Plan, dass wir halt keine. Oder wir Warum hatten Männer Plan, kurze Leben? Hey, wer ist eigentlich stärker? Wer kann eigentlich mehr Chili in den Arsch stecken? Ja, genau, das hat er mit den Tierlists angefangen, gell? Die haben so eine Tierlist gemacht. Max hat onstream eine Tierlist gemacht, wen würde ich aus Maulhorn von meinen YouTube-Kollegen. Ich habe ich muss jetzt kurz meine Credits abholen. Ich habe das als erster aus Amerika geklaut. Okay, sehr gut. Hey, cool. Das muss ich kurz gesagt haben. Das heißt, du bist eigentlich der Grund, warum. Warum Vlesk aufs Maul bekommen hat. Oh nein! Ey. Na gut, harte Zeiten.
Ja, auf jeden Fall war nie geplant, dass wir in der Landesarena kämpfen. Oder halt nicht initial. Wir haben gedacht, wir hauen uns halt in irgendeinem Gym aufs Maul, wo ein Boxring steht und irgendwer filmt das halt mit, ja, keine Ahnung, mit seinem... Aber dann kam seinem Join mit sehr viel Geld im Sack und dann war es die Langsessarena. Dann war es die Langsessarena. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe die Frage, die alle interessieren. Oh. Würdest du nochmal zu einem Boxfight antreten? Nein, an dem... er hasst die Frage, Bruder. Ich hasse die Frage. Warum? Erzähl aber das rum. Würdest du? Also ich bin immer noch verletzt, das ist jetzt 8 Wochen her, mir tut immer noch die Hand weh hier. Okay, ich kann das, noch ist, okay. Das ist 8 Wochen her? Das ist länger als 8 Wochen her. Das fühlt sich an, als wäre es vor einem Jahr gewesen. Ja, finde ich auch. Das ist nicht 8 Wochen her, Bro. Das ist 8 Wochen, das ist 2 Monate und 4 Tage her oder so. Die Zeit, ich schwöre, mein Leben ist ich kann gucken, ich meine, ich habe ja diesen Vlog gemacht, aber ich glaube nicht. Ja, war doch 4.4. war es und jetzt haben wir den 11.6. Bro, aber findest du nicht auch, dass sich anfühlt, als wäre es vor ewig gewesen? Bro, das fühlt sich ultra. Oder ist dein Leben ein bisschen langsamer irgendwie? Mein Leben ist ein bisschen langsamer irgendwie. Okay. Ist doch gut. Ja. Aber würdest du? Ich warte noch mal drauf, dass das weggeht. Ich würde nochmal kämpfen, wenn... Ja, ich würde wahrscheinlich nochmal kämpfen, ja. An welche... Würdest du es an eine Bedingung knüpfen? Ich kenne eine Bedingung, die wir nicht onstream sagen können. Oder on-stream. Ja, das ist eigentlich die einzige Bedingung, die will ich jetzt hier nicht droppen. Okay, Leute, hey, was wird's wohl sein? Schreibt's mal in die Kommentare. Was wird's wohl sein? Würdest du, hättest du Bock nochmal gegen Vlesk oder hättest du Bock auch irgendwen anders zu fighten? Also ich muss sagen... Hättest du einen Traumgegner, wo du sagst, boah, den würde ich gerne übelst zum Ärger aufs Maul hauen, aber so darf auf... Darf ich einfach Revi sagen? Willst du Revi hauen? Ich würde gerne Revi hauen, ja. Mit Revi würde ich mich gerne boxen. Geil. Safe. Aber ich würde auch fühlen, wenn jeder gegen den anderen kämpft tatsächlich. Weil wenn dasselbe fühlen. Jetzt nochmal passiert und einfach alle drei Kämpfe genau gleich sind, ist irgendwie... Nein, cool, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es wäre, wenn selbst wenn alle gleich fighten, wäre es nicht so. Aber ich würde es auch weitaus mehr feiern, weil es gab schon Leute, da war es klar, okay, der war auf jeden Fall more likely zu gewinnen und der hat dann auch gewonnen. Also ich glaube, es wäre jetzt schon likely, dass du nochmal Vlesk aufs Maul haust. Oh, nee. Das glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Das ist ein Quatsch-Take. Okay, cool. Ich glaube, es würde jetzt viel spannender werden, wenn es Vlesk quasi schafft, am Anfang des Matches in seine Concentration reinzugehen. In ja, stimmt, Fokus. Der war ein bisschen off am Anfang. Ne? Weil der war ja schon trainiert. Der hat ja schon wirklich trainiert so. Und Romatra war einfach, du warst im Fokus, du hast halt losgelegt, er war völlig überrumpelt und diesen psychologischen Vorteil, vielleicht auch vor 12.000 Leuten zu sein, hast du einfach gecarried und er nicht. Aber ich glaube, im zweiten Match wäre es interessant. Das Ding ist, Vlesk hat aber auch schon gesagt, dass er... lieber gegen jemand, weil das Ding ist, Vlesk ist deutlich kleiner. Gegen jemand Schlechteres kämpfen. Nein, Vlesk ist deutlich kleiner und deutlich leichter als ich. Und Gewichtsklassen gibt's. Ey, ihr lacht jetzt, ihr dummen Wichser. Ich hatte einen gemeinen Joke. Ich wollte sagen, Vlesk will gerne gegen jemanden Gepflegteres kämpfen. Der hat Angst, ihn zu schlagen. Vlesk würde ganz gerne gegen jemanden fighten, der einen besseren Haarschnitt hat. Weißt du, er hat sich extra die Cornrows gemacht und dann kommt Romatra mit seiner Bonner Freestyle-Frisur. Romatra, aus Bonn. was hat Vlesk gesagt? Er würde gerne, weil Vlesk hat irgendwie 60 Kilo gewogen oder so, auf 1,73 oder so. Digga. Und er hat dann wirklich... Was hattest du? Ich bin auf 1,83, 80 Kilo. Okay, strong. Das ist halt ein optimal Gewicht. Das ist halt eine Difference und er hat auch gemeint, dass er gerne gegen mich in der anderen Gewichtsklasse kämpfen würde, weil bis jetzt hat immer in all denen, also wenn du dir auch, keine Ahnung, habt diesen Creator Clash gesehen in Amerika, wo Michael Reese und so gekämpft haben. Und I Did A Thing und so. Ja. Und auch bei den ganzen anderen, Creator kämpfen und so, hat immer der schwerere und größere gewonnen. Ja, aber ja. Ausnahmslos. Würdest du sagen, ausnahmslos. Ist ihm das dann erst aufgefallen, dass er es gerne würde, nachdem er verloren hat, oder hat er es schon vorher gesagt? Ich glaube, der hat halt probiert, auf mein Gewicht hochzuessen. Der hat mir so eine Statistik gezeigt, der hat quasi sein Gewicht getrackt. So hoch, runter und auf einmal ging das so, gell? Wow. Der hat irgendwie 15 Kilo zugenommen innerhalb von 5 Wochen oder das so. Das heißt, der Mann hat 45 Kilo gewogen? Nein, der hat also 60 Kilo auf 75, also du raffst ja gar nicht. Am Ende war er circa auf einem... Du hast mir doch gesagt, du hast gesagt, er hat 60 Kilo gewogen, ja, oder? Ja, am Anfang. Ja, aber das ist doch scheißegal. Hä? Das ist nicht scheißegal. Aber wenn du Gewicht aufbaust, wenn du jetzt, keine Ahnung... Ja, aber wichtig ist doch die Differenz beim Fight, Bro. Nicht vier Wochen vor dem Fight, Digga. Nee, das stimmt halt so nicht. Stell dir mal vor, du kannst jetzt, keine Ahnung, ein bisschen joggen gehen und so. Mhm. Alles fein. Und du denkst, du hast eine gute Fitness aufgebaut. Und Vlesk ist sehr, sehr fit. Auf jeden Fall. So, aber wenn du jetzt, wenn Vlesk sich jetzt einfach einen 14-Kilo-Rucksack umhängt, dann läuft der nicht mehr so viel. Dann war es das mit seiner Ausdauer quasi. Vlesk meinte auch, er war vor dem Kampf deutlich ausdauernder
technisch durchtrainierter als nach dem Kampf. Und das, obwohl er die ganze Zeit durchtrainiert hat. Du meinst dieses Gewicht, was man aufbaut, dass das dann erstmal in der Short Run erstmal fickt quasi. Ist es der erstmal muss erstmal nachziehen. Das musst du erstmal bewegen können, die Masse. Aha. Ja, okay. So, das bist du ja gar nicht gewohnt. Auf einmal wiegst du 20 Kilo mehr und dein Körper kraft das gar nicht. Verstehe. Check ich, okay. Ich finde aber die Erklärung der Story besser, als dass er davor 45 Kilo gewogen hat. Nee, so das leicht. Das ist ein bisschen wenig. Ey, Freunde, ich war beim UFO-Konzert letztens und ich habe da noch eine Story, die ich wirklich einfach nur traumhaft finde. Ich weiß nicht ganz, ob ich sie dir schon erzählt habe oder dir, aber ihr müsst euch vorstellen, wir waren bei diesem UFO-Konzert und es gab mehrere lustige Sachen, ja. Erstmal, wie fandest du es all in all? Boah, I don't know. Okay. Weil ich bin ja, ich konnte ja nicht mitgehen, weil ich keine Zeit hatte oder sowas. Ich war nee, du warst im Krankenhaus, oder? War das nicht deswegen irgendwie? Kann sein. Ich weiß, dann musstest du warst im Krankenhaus und dann musstest du Shit nachholen. Ach, stimmt. Und deswegen konntest du da nicht mitkommen. Stimmt, ich bin an dem Tag raus, am Freitag bin ich raus und du bist gefahren, irgendwie so. Ja, ja, das war auf jeden Fall knapp. Genau, also das war, also was erstmal ziemlich geil war, wir haben übelst viele so Gästelistenplätze bekommen, so auf letzten Drücker über so Connections, richtig geil. Dadurch konnte ich halt so meine ganzen Hometown-Friends mitnehmen, ne, die auch übelst UFO-Fans sind, deswegen übelst geil. Und wir sind dann halt mit so einer Entourage mit so 8 Leuten abgepult, alle so auf Gästeliste-Basis. Geil. Nee, wir waren 7, weil du gefehlt hast. Aber in unserem Herzen warst du mit dabei. Shish. Also. Da hast du einen Lacher von Romata geerntet, die mit dem Shish war ein Lacher von mir drin, tatsächlich. Also, was halt als erstes schon mal unlucky war, ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Woche circa. Wir fangen die Story mal von vorne an, weil ich kann mich gerade nicht ausdrücken. Okay, es ist früher morgen. Wir müssen immer noch, eine Woche, immer noch 11 Uhr. Wir müssen kurz eine Woche vor die vor das Konzert gehen, okay? Okay. Geiler Soundeffekt. Da hat UFO ein Bild gepostet auf seinem zweiten Account von so einem Shirt, was so wie so Graffiti-mäßig aussah, wo so UFO drauf stand. Und ich meinte so in den Kommentaren, yo, das Shirt ist krass, wir brauchen das. Weil ich dachte, ich hatte gesehen in seiner Insta-Story, dass er immer bei jedem Konzert immer so welche sprayt. Und ich dachte, es war eins, was er einfach so selber gesprayt hat mäßig, was so ein One-of-One, dass es nur eins davon gibt, Ding ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Es war aber anscheinend die Collab mit Misbehave. Und dann hat er so mir mit seinem Zweit-Account eine DM geshootet und meinte so, hey Bro, wenn du das Shirt haben willst, dann schick mir einfach deine Adresse rum und so weiter. Dann und deshalb hat er so gecheckt, dass so viele Follower hast und so auf den. I guess, ja. Ja, okay. Aber finde ich trotzdem cool. Ich glaube, weil ich so verified bin oder so. Und dann habe ich den smarten Fuchs-Move gemacht und habe geschrieben, ey, übelst korrekt, also erstmal Adresse geschickt und dann, ey, übelst korrekt, freu mich auf Freitag. Oh, shit. Und dann hat er geschrieben, also hat er halt gecheckt, okay, ich bin halt auf dem Konzert so mäßig. Und dann hat er so gemeint, yo, komm doch zum Meet and Greet vorher. Dann sehen wir uns. So mäßig. Das ist an sich cool, aber Meet and Greet, finde ich, hat sehr viel Potenzial für eine cringe Situation. Nee, er hat nicht Meet and Greet gesagt. Er meinte einfach, hey, komm doch rum. Okay, das ist cool. Das genau. War, also du hast ja nicht einfach in so eine Schlange gestellt, wo tausende Leute zum Meet and Greet. Oh, dann wirst du 10 Minuten. Ah, hey, ich bin der von Insta. So. Ja. Genau, genau. Dann war, also es war quasi, ihr müsst euch vorstellen, am selben Tag, wo das Konzert war, ist diese Misbehave-Collab gedroppt mit UFO. Und da hatten die im Gate, das ist anscheinend so ein Fashion-Store oder so, hatten die so eine Art geschlossenen Tag und dann war da halt so ein Meet and Greet mit UFO, da konnten auch Zuschauer hinkommen und so, also, ne, da gab es dann Free Alk und so. Und ich sag mal so, Freunde, ich kam zu spät. Wir kamen 15 Minuten, nachdem UFO weg war. Oh mein Gott. Nein. Doch. Wie lange war der denn da? Weiß ich nicht, 2 Minuten. Stunden oder so. Und wir kamen so 16, also so 16.15 Uhr sind wir abgepult, 16 Uhr ist er durchgezogen. Aber ihr wusstet nicht, wann er durchzieht und shit? Nee, wussten wir nicht. Oh mein Gott, Digga. Aber es ging nicht anders, weil meine Bahn zu spät kam und shit. Und wir sind so übelst, wir haben uns so übelst beeilt und shit. Und dann kamen wir an. Ich dachte, die Story endet irgendwie, Bro, dass du sagst, ey, ich hab den getroffen und er ist nächste Woche im Poddy oder so. Nee. Boah, und, Junge, imagine. Ja, einfach so, Podcast, Bro. Einfach so, dass du gesagt hast, hey, ich hab auch noch einen Podcast, hast du Bock? Er sagt, ja, say, why not, screw. Ich glaube nicht. Nee, so wird er nicht reden. Ich glaube nicht, dass er Alice in Real Life macht, Bro. Bro, du weißt nicht, der ist anders. Nee, ja, die Story geht noch weiter. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin dann auf das Konzert gegangen mit meinen Brees. Wir haben uns vorher noch bei so einem übelst kranken Köttbullar-Laden, der daneben war. So übelst geile Köttbullar mit Kartoffelbrei gezogen. Heißt der Laden Ikea? Nee. Das ist wirklich ein Köttbullar-Laden. Also ist jetzt das ist so ein Berlin-Ding. Ey, Bro, ganz kurz, könntest du ganz kurz dein Handy in Flugmodus schalten, bitte? Das wäre krank. Sorry. Auf jeden Fall sind wir dann zu einem Konzert gefahren und so weiter und haben dann schon gemerkt, okay, da sind auf jeden Fall
da sind auf jeden Fall Zuschauer, ne? Also so, das ist ja eigentlich so, überschneidet sich da schon die Zielgruppe ein bisschen so, ja, zwischen Leuten, die jetzt UFO feiern und Leute, die jetzt so Twitch und YouTube und so gucken. Ich würde sagen, sehr krass sogar. Sehr krass, ja. Und ne, dann haben uns davor schon Leute angelabert, pipapo. Auf jeden Fall, die Show startet, ja? Die Show startet. Es war im Velodrom und das ist ein sehr, sehr großer ja, Fahrrad? Hast du das mit Fahrrad zu tun, wegen Velo? Nee. Drum? Doch, es kann sein, dass es eine Fahrradhalle ist. Ja, ist ein Fahrradbahn oder so ein Shit. Ja, I guess. Ja. Auf jeden Fall ist eine sehr große, runde Halle oder so ovale Halle. Und die war halt irgendwie nur so halb gefüllt. Ich glaube, weil die noch wegen Covid oder so nicht komplette Max-Dings machen dürfen, okay, oder so. Und dann war irgendwie, die Lautsprecher waren so super leise. Und dann, muss ich dazu sagen, war ich noch mit 6 Berlinern, wovon 4 stark marionisiert waren. vor allen Dingen Tamino war komplett breit. Und die waren jetzt nicht so, die hatten jetzt nicht so den Überturn, sich nach vorne zu drängen in die dritte Reihe, wo es wirklich übelst laut war. Oh. So von der Musiklautstärke. Yeah. Und deswegen standen wir, sag ich mal, so eher im zweiten, dritten Type-mäßig. Wisst ihr, so bei so 70% weit hinten so. Yeah. Und deswegen fand ich halt, die Musik war halt für meinen Geschmack zu leise. Okay. Und die Halle war zu wenig gefüllt. Ja. Dafür kann er jetzt aber nicht so viel, weißt du? Nee, gut, aber ich meine, so Musik lauter, also warum macht man beim Konzert die Musik nicht laut? Kann aber auch sein, Bro, weil deine Ohren inzwischen wirklich kaputt sind. Nee, das haben alle so gesehen. Okay. Ja. Aber du hast wahrscheinlich noch stärker empfunden, weil du wirklich schlecht hörst. Kann sein, ja. Und das ist ja so, ich weiß nicht, Romato, bist du schon ein, zwei Mal auf Konzerten und so unterwegs oder bist du nicht so der Konzertgänger? Ich bin nicht so der Konzertgänger. Wirklich, aber warst du schon mal? Ja, ich war letztens auf diesem Soundclash-Ding. Ich weiß nicht, wie sehr das als Konzert zählt. Ja, okay, okay. Aber ja, vielleicht kannst du relaten trotzdem. So, diese Halle war groß und man war nicht so, die Crowd war dadurch nicht so eine Masse, sondern es war so, die hat sich so aufgeteilt und man hatte so zu seinem Vordermann, hatte man auch mal easy so einen 2 Meter Abstand, okay? Oh, krass. Ja, das fühlt sich nicht geil an. Genau, und dann ist es so, wenn du jetzt nicht so ein Guy bist, so bei mir, ich bin dann so, ja, ich dance dann trotzdem, juckt mich nicht, aber meine Homies sind dann halt eher so ein bisschen, was das angeht, so ein bisschen Introvert-mäßig, glaube ich, und die sind jetzt nicht so, ja, okay, ich dance jetzt hier einfach und spring rum, juckt mich nicht, sondern die würden dann erst anfangen zu springen und zu viben, wenn es alle machen und man sich quasi gezwungen fühlt, es zu tun. Ja, ja. Und der Mode kam nicht. Ja. Es gab nicht dieses, man fühlt sich gezwungen. Aber auch vorne war nicht, war packed. Doch, vorne war crazy. War packed, okay. Vorne war crazy packed. Warum hast du dich nicht alleine dahin gedrängelt? So? Ja, habe ich man überlegt. Und haben wir dann auch später, wir waren später dann für die letzten 2, 3 Songs, war ich mit Fabi zusammen, ja, guter Hometown-Friend, im Moshpit. Und das war auch 10 aus 10. Also ja, wirklich sehr, sehr geil. Und ich habe auch oft auf Twitter gelesen, dass Leute vom selben Konzert weiter vorne standen und es wirklich auch 10 aus 10 fanden. Aber für meine, also jetzt mal wirklich meine subjektive Einschätzung für den Tag war wirklich leider nur so eine 7 aus 10. Aber krass, ich muss auch sagen, es lag mainly wirklich an Lautstärke und Location. Und dass du ihn verpasst hast. Und dass wir ihn verpasst haben, war auch ein bisschen Bummer, ja. Boah, Digga. Aber schade. Das war ein bisschen unlucky. Aber es wird noch besser, Freunde. Und zwar gibt es 2 Key-Momente bei dem Konzert, die wirklich mein Day gemacht haben an dem Tag. Ihr müsst euch vorstellen, er ist so hingegangen an einem bestimmten Punkt und hat so 4 Zuschauer oder 4 Zuhörer auf die Bühne geholt. Oh. Und man kennt ja jetzt so, diese Videos, wo dann so jemand auf die Bühne kommt und so von vorne bis hinten alles durchrappen kann, ne? Bitte bist du hochgegangen. Nein, oh mein Gott, das wäre krass. Bro. Nein, das wäre krass gewesen. Aber 4 Zuschauer, 2 Girls, 2 Dudes. Vorne. Wirklich, das war einfach nur ehrlich. Ihr müsst euch vorstellen, wie so UFO 361 wirklich einer seiner Top-Songs performt. Oh nein. Und das Mic an dieses Girl passt. Oh nein. Und sie einfach einen Voice-Crack nach dem anderen rausschleudert. Oh nein. Und kein bisschen von den Lyrics kennt. Oh Bro. Nein. Es war so weird. Wie, sie kannte gar nichts? Ja, so nur so ein bisschen. Ich glaube, sie war mad aufgeregt, Bro. Aber warum geht man dann nach vorne? Nein, oh nein. Und ja, du kannst dann aber auch nicht nein sagen. Wie, warum gehst du nach vorne? Gehst du nach vorne, weil du so joinen willst und dann stehst du da und dann zieht dich so eine Security raus und sagt, oh, komm mal auf die Stage. Nee, das war schon so, ey, meldet euch, wer nach vorne will. Ah, so mäßig, okay, genau. Okay. Und das Geile war, diese 2 Mädels konnten halt kaum was vom Text, hatten Voice Cracks en masse und konnten gar nicht singen. Und der eine Guy hat währenddessen auf der Bühne, Digga, erstmal einen TikTok gedreht, Bro. Nein. Doch. Oh mein Gott, wie respektlos. Wie alt waren die? Digga. Alle. Boah, das ist echt schwierig zu sagen, aber vom Optischen haben die mir so 16 gegeben. Okay. 16, 17, check dir so diese Bro. Ja, ja, die haben da einfach einen TikTok gemacht auf der Bühne. Fehlt noch, dass der andere noch bei FaceTime irgendwie in seinen Kollegen ruft und sagt: Ey, Bro, ich bin hier gerade mit UFO auf der Bühne. Bro, was geht? Ey, UFO, kannst du mal meinen Kollegen grüßen? UFO, warte mal ganz kurz, Bro. Kannst du einen Gruß raussenden mit dem Video? Ich hatte gerade Simon dran, das ist mein Homie von der Schule. Okay, und jetzt kommt wirklich der Oberkracher, okay? Konzert, kannst du bitte nicht husten, während ich die Story erzähle? Okay. Du hast Tee ausgedrückt. Du hast komplett Tee auf deinem Shell, soll das so sein?
Och nee, oh. Das, weil ich gerade gehustet habe. Nein, das war gerade die Bewegung. Ich hoffe es on cam, weil du hast so gesagt, nein, ich habe extra meine Armbeuge gehustet. Lass mal rein, oder? Oh, shit. Das gibt's nicht. Romato, trotz deines nassen Shirts musst du dein Mic ein Stück näher nehmen, glaube ich. Ja, wenn ich rede, mach ich das. Das ist die geilste Folge ever. Oh, Mann, oh. Können wir die Folge einfach nennen? Wieland hat sich verkleckert. Wieland hat gekleckert, heißt die Folge. So heißt jede einzelne meiner YouTube-Folgen tatsächlich. Bro, das wäre stark. Okay, Freunde, der Konzert Kracher. Ist vorbei, ja? Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Licht geht an, großes ja. Licht, man dreht sich um und dann hat man so diesen Moment, ich bleib dann immer noch so kurz stehen, will nicht so der Erste sein, der rausgeht so mäßig, aber die vor dir drehen sich natürlich alle um und gucken dich an. Dementsprechend super viele Leute mich erkannt. Dann in dem Moment. Oh, shit. All good. Ein paar Picks gemacht, alles, alle überfreundlich. Digga, dann läuft so ein Girl an uns vorbei mit ihrem Boyfriend Hand in Hand. Oh, nein. Oh, nein. Das ist wirklich meine favorite Fanbegegnung of all time. Ihr checkt das nicht. Sie läuft an uns vorbei, war schon so fast an uns vorbei, dreht sich nochmal um, sagt so, oh mein Gott, Papa Platte, mein Ex liebt dich. Währenddessen neben ihr Boyfriend, mein Gott. Bro. Halt die Fresse. Oh, es war so weird, Alter. Okay, aber ich muss dir trotzdem sagen, das ist nicht die Top-Fan-Begegnung. Was ist die Weil bei der Top-Fan-Begegnung war ich nämlich dabei. Romato, muss dir vorstellen, da hat Kevin, das war gerade Anfang Kevin-Vlog-Phase, und da hat er so Weihnachtsgeschenke oder Geschenke an Leute rausgehauen. Da sind wir mit so einem Transporter rumgefahren, ich war der Fahrer. Wir haben so Fernseher den Leuten gebracht und so, die haben so random irgendwie gewonnen, ne? Vom Merch war das damals noch. Ihr seid da selber vorbeigefahren. Genau, haben ja. Leuten sowas geschenkt, haben Merch gebracht und noch ein Geschenk on top. Überraschung, haben sich gefreut. Ach Mensch, wie toll, bla bla und so, toll. Und dann war irgendwie so Ende und wir hatten noch so Geschenke übrig und haben gesagt, weil Leute ja auch nicht zu Hause waren, haben gesagt, fuck it, wir stellen uns irgendwo jetzt in Köln hin und hauen da einfach die Geschenke raus. Die Leute, die zuerst da sind, kriegen irgendwas aus dem Laster. Fernseher. Switch so. Hatten wir, iPhones, iPads. Genau. Das und da, schon geil tatsächlich. Da waren wir kurz, wir springen zurück eine Stunde vorher. Wir waren bei einem Atzen zu Hause, der hat sich auf jeden Fall mega gefreut. Der war auch ein bisschen aufgeregt und so und shit. Weißt du schon, was ich habe keine Ahnung, wo du jetzt gerade hin willst. Nee. Auf jeden Fall, du musst mir gleich ein bisschen helfen, dass ich es noch richtig zusammenpiece. Ne? Auf jeden Fall kommen wir zu ihm nach Hause und er sagt so, ey krass, ja, meine Ex-Freundin kommt gleich rum. Mit meinem besten Homie. Oh mein Gott, und ja. Die, jetzt sag ehrlich. Oh mein Gott, das war also ich wir waren beim vergessen. Atzen zu Hause und ich weiß nicht genau, wie wir drauf gekommen sind auf so Thema jetzt Ex-Freund, aber er meinte, sein bester Homie ist jetzt mit seiner Ex zusammen und aber das ist voll cool und so und die kommen dann gleich vorbei und, so ja. Und machen Shit. Und dann hatten wir so gesagt, okay, cooler Typ, aber die Situation klang ein bisschen weird, so ich hoffe, bei dem ist alles okay. Auf jeden Fall stehen wir dann eine Stunde später am Rhein, geben die Sachen aus. Kommen auf einmal drei Leute rum und es sind die. Es ist er, es ist der beste Freund und seine Ex-Freundin. Ex. Und die kommen so im Dreier gespannt zusammen rum, um der, halt nochmal... Und der beste Freund ist halt mit seiner Ex-Freundin so ja, ja, zusammen. Ja, ich hab's kapiert. Bro. Das ist ein ganz... Also das fand ich war wirklich die weirdeste... Die waren alle super nett und so, aber diese Konstellation... Und ich finde auch, man hat dieser Dreier-Konstellation angemerkt, dass nicht alles so cool ist, wie es nach außen so scheint. Also er cool hat dann sein, nicht das so geht gar nicht. Ich finde das über strange, wenn jetzt einer von euch mit meiner Ex-Freundin oder mit einer meiner Ex-Freundinnen oder so zusammen wäre. Imagine, ja. Das wäre so strange, ja, Bro. Ja. Das ist ein absolutes No-Go. Bin ich heimlich. Aha, mach doch nicht diese Walle. Nein, ich finde das wirklich krass und ich habe das Gefühl, Leute machen sowas, weil sie nicht die Eier haben oder weil sie sich nicht trauen, einfach zu sagen, ey Bro, zu seinem besten Kumpel, was für ein Scheiß-Move von dir oder so. Ja, oder voll. Von mir aus, ey, dann frag doch vor oder whatever. Oder von mir aus, ich bin auch cool damit, aber ich werde jetzt nicht everyday mit euch chillen oder während ihr im Nebenzimmer fuckt oder rummacht oder so. Digga, das ist doch so eine Humiliation. Ich frag mich bei so Sachen auch einfach, vielleicht gibt's actually Leute, für die das fein ist, Bro. Nein. Okay, vielleicht, aber sorry, du darfst gleich mein Hase. Vielleicht, aber er war es nicht, weil du hast gesehen, wie der Mann da ja, stand. Oh, okay, der stand da wie ein gebrochenes Stück ja, okay, fair, Keramik. Fair. Es wirkt auch so, als wenn die jetzt gerade nicht erst seit, oder als wenn die nicht schon so 5 Monate getrennt sind, es wirkt so, als wenn die seit einer Woche auseinander oder ja, so. Ja, das war doch alles ganz frisch und so. Und so vielleicht hält sie ihn warm mit einem Dreierangebot oder sowas. So ein bisschen diese Geschichten. Ja, dann sollte er dranbleiben. Dann bleib dran, Bro. Was sollst du sagen? Apropos Dreier, Rumatra, was wolltest du sagen? ich finde das auch viel zu awkward. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwer, also Wie so viele richtig Beziehungen fein hattest du denn schon? Richtige Beziehungen? Ja, oder so ernste Dating-Phasen oder sowas. Also ich habe halt ein bisschen rumgedatet.
So ein bisschen. Was hat das für einen Sound? Ich habe so ein bisschen rumgedatet, aber so richtig Beziehung hatte ich erst zwei. Ja, ist doch strong. Ja. Wie alt bist du jetzt? 26. Nee, dann ist nicht strong. Spaß, Spaß. Dann ist peinlich. Spaß, nee, hey, zwei Beziehungen ist doch lässig. Super. Ja, ja. Hattest du eher so, ich weiß nicht, inwieweit du drüber reden willst, aber hattest du so eher so Long-Term-Beziehungen? Also was war deine nächste Beziehung? Meine nächste Beziehung ist jetzt gerade mit meiner jetzigen Freundin. Mit also der bin ich jetzt seit die zweite ist ja die gerade läuft. Das heißt, du hast eine davor gehabt. Genau, ich habe eine davor gehabt. Wie lange bist also wie lange? Die ist nicht so rosig gelaufen, da möchte ich jetzt auch nicht so unbedingt. Die davor? Nee, nee, die ist gar nicht. Ah, mit Polizei und so? Da. Ja? Nein, nein. Also. Nein, nein. Du, ey, Digga, wer weiß, ich habe alles schon erlebt. Aber wie lange bist du mit deiner jetzigen Freundin zusammen? 2 Jahre. Oh, krass. Ist ja auch ey, Digga, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe euch relativ schnell kennengelernt zu zweit, kann das sein? Wann? Weiß ich genau, aber ich habe das Gefühl, relativ schnell hast du so irgendwie, warst du irgendwo dabei und dann haben wir gehandshaked auf jeden Fall. Wir waren auf, ich habe euch auch nach Hause die gefahren. Die Halloween-Party, kann nee, das da, sein? Davor doch noch, wir sind doch noch von diesem Trimax-Ding zusammen im Auto runtergefahren. Da war Henke, ich, Romatra und deine Freundin, wo wir bei BK angehalten haben noch. Du musst aufpassen, du musst aufpassen. Dominik hat mit deinem Girl gehandshaked, nicht, dass er dann irgendwie nächste Woche Moves pullt, Bro. Ey, ich garantiere für nichts. Ich hab Boxen. Ich Henke. Alter, euch beide gegeneinander boxen würde ich sehen. Wer würde gewinnen? Wer würde zwischen dir und dir gewinnen? Wenn wir jetzt gerade boxen, also so also einfach Schlägerei oder Boxen? Nein, Schlägerei oder Boxen ist wichtig, weil Boxen ist was ganz anderes. Nee, wir, okay. Im Ring würdest du gewinnen, allein wegen der Ausdauer. Sagen ja, wir, aber ich glaube, wenn du jetzt. Bei also Schlägerei würde ich dich einfach ausnocken. Okay, sagen wir keine Regeln. Keine Regeln, keine Handschuhe on the streets. Einfach draußen. On the streets oder on the streets? On the streets. Ihr seid draußen auf der Straße und ihr schlagt euch einfach. Wer würde gewinnen hier? Also keine ich glaub, Hilfsmittel, keine Messer, keine Flaschen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Coinflip-mäßig. Ja, ja. Weil wenn er es schafft, mich irgendwie auf den Boden zu werfen und mich irgendwie so in Spitzkasten zu nehmen, komme ich dann nie wieder raus wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich ihm halt zwei gute Dinger ziehe, dann hat er halt auch keinen Bock mehr. Safe. Boah, das ist ein Kampf, wo ich nicht wusste, dass wir ihn brauchen. Aber ey, wir brauchen den. Ey, wenn ich drüber nachdenke, würde ich auch wirklich sagen, es ist ein 50-50-Ding. Ja, ja, safe. Wer einfach smarter den Move macht am Anfang. Meint ihr, Rätsmann könnte Mickey fighten und würde könnte gewinnen? Niemals. Aber ich trainiere? Ja, wenn du trainierst. Wenn du jetzt hingehst und du würdest jetzt, sagen wir, Ende des Jahres roundabout, wäre ein Boxkampf gegen Mickey. Boah. Und ihr habt beide ab jetzt Zeit zu trainieren. Ich will die Fresse nicht zu voll nehmen, sonst würde ich wirklich nur eingeladen, so in der Scheiße. Denkst du, du hättest eine Bible-Chance? Nicht, Alter. Maybe. Wie groß ist denn Mickey? Ich habe ihn nicht so oft gesehen. Mickey ist relativ groß. Mickey ist. Aber kleiner nicht, als Trimax, ne? Aber nicht viel. Der ist auch über 1,90, glaube ich. Scheiße, ja gut, dann ist er schon größer als ich. Er ist trainierter als ich. Schwierig. Er müsste ich wirklich vielleicht schon wirklich ein ganzes Jahr trainieren davor oder krass. So, glaube ich. Ich würde es voll gerne sagen. Ich würde es feiern. Ja. Oder gar keine Chance. Dich, nein, müsste ich reinhauen, das kannst du gewinnen. Ja? Ja. Mit einem Jahr Training könnte ich es gewinnen? Ja, wenn er halt weniger trainiert. Also weißt du, was ist also, das für eine Frage? Nick, wenn er sich beide Beine abschneidet, Digga, könntest du es, glaube ich, schon gewinnen. Ja, nein, er trainiert dann auch offensichtlich. Aber ja, klar kannst du gewinnen. Ich würde sagen, kannst du gewinnen. Was denkst du bei Kevin? Kevin gegen Mickey. Nein, Kevin gegen Mickey. Mickey würde mich schlachten und in 4 Teile zerreißen. Weil du bist ja jetzt wirklich der Boxerfahrenste. Danke. Weil Kevin möchte super gerne beim nächsten Boxkampf dabei sein. Aber er braucht einen guten Gegner. Aber wärst du wirklich gerne dabei beim nächsten Kampf? Schau möchte ich doch nicht, an. Möchte ich noch nicht sagen. Er will die Klicks haben. Möchte ich noch nicht sagen, wir sind noch in den Verhandlungen. Join, was geht ab? Ruf mal an. Nee, ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht irgendwann einen Boxkampf zu machen. Gegen Klängern, hast du gesagt. Gegen Klängern, aber das wäre, glaube ich, zu easy, weil der würde nebenbei noch irgendein Reddit-YouTube-Video aufnehmen oder so. Meinst du, der würde ich hops nehmen? Ich glaube, Klängern würde ich komplett zermöbeln. Ach, du? Ja. Ja. Dann gibt es auch noch so Maxify, aber ich glaube, Maxify würde mich komplett zermöbeln. Maxify würde ich wahrscheinlich. Safe? Geben. Und nebenbei würde er noch eine 1.000 Euro Minecraft-Challenge drehen. Oder ein Hide-and-Seek. Der wird noch ein Thumbnail kurz machen. Nee. Ist der nicht so groß? Maxi ist roundabout so groß wie ich. Okay, also 1,60. So groß, Bro, das ist 1 Meter. Er stellt sich vor, ich würde stehen und würde so zeigen. So groß wäre er dann. Nein. Er ist so 1,78 Meter groß. Okay. Ist ja völlig normale Größe für Mando, alles gut. Ich glaube, ich werde es irgendwann mal tryen. Auf jeden Fall so. Ich will gegen Romatra mal so Sparring machen oder so. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Freunde, ich habe. Ja, da bist du auch dabei. Der schlägt dich halt tot. Wer er? Nein, du schlägst ihn tot. Ach so, nein. What the fuck? Freunde, ich habe eine neue Frage an euch aus der Kategorie: Bin ich ein Autist or nah? Okay, nur wrong. Also, das Ding ist bei dieser Kategorie, die Antwort steht vorher immer schon fest. Aber du darfst trotzdem deine Frage stellen. Bro. Okay, passt auf. Ich habe eine Frage, ja? Ja. Okay, actually ist es, glaube ich, nicht aus der Kategorie, aber ist egal. Auf jeden Fall,
stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid alleine zu Hause in einem großen Haus, okay? Oder in einer Wohnung, wo man jetzt nicht jeden Raum easy überblicken kann. Und ihr hört irgendwie im Nebenzimmer, hört ihr irgendwas so klappern oder so. Und ich habe da immer einen Gedankengang, wenn sowas passiert. Und ich will wissen, ob ihr das auch schon mal gedacht habt. Weil manchmal denke ich so, wenn ich irgendwas höre und mir relativ sicher bin, okay, da ist jemand in meiner Wohnung. Was ist, wenn es jetzt kein Einbrecher ist, sondern es ist jetzt ein Homie von mir, der mich pranken will? Weil, was würde passieren, wenn es 100% ein Einbrecher wäre? Ich würde versuchen, den auszunocken. Ja. Ja, du würdest wegrennen, oder? Nein, ich würde versuchen, auszunocken. Du würdest wirklich kämpfen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das kennen. Ja, Dominik hat mir das eingetrichtert. Immer wenn wir darüber reden, sagt Dominik, er würde den einfach. Wir waren so in Kroatien alleine in so einer übelst scary Airbnb-Wohnung oder Haus. Und dann meinte ich so, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt ein Einbrecher kommt? Wir sind gefickt. Dominik so, ja, dann töte ich den einfach. Schlagen wir den tot. Dann schlagen wir ihn einfach tot. Ey, Freunde, ich penne mit Basie unter meinem Kissen. Nee, jetzt nochmal Retalk an alle, die jetzt das hier zuschauen. Also sowas immer rennen, oder? Also das Erste ist, was du machen musst, ist immer dem Kampf. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, obviously abhauen, aber es gibt ja halt Gegebenheiten, wo du das nicht kannst. Je nach Layout der Wohnung oder whatever, kannst du ja jetzt vielleicht nicht einfach wegrennen, sondern du bist jetzt konfrontiert. Und dann denke ich mir, dann nehme ich mein Basie unter meinem Kopfkissen hast hervor. Hast du wirklich ein Basie? Ja. Das ist kein Scheiß. Du hast wirklich ein Basie. Ja. Bro, soll einer einbrechen. Mit dem Basie hast du gute Chance. Ist das so ein Metall-Basie? Nee, Holz, aber hol dir so Metall-Basie, dann gewinnst du alles. Ich weiß, aber das Holz, aber das ist so ein bisschen so ein kleinerer. Das heißt, du kannst wirklich schnelle Hiebe auch da machen damit. ich find's auch so geil, no joke, wenn er so hingeht und wenn du dir so Nägel oben reinmachst, die aber so krumm sind. Okay, ist aber unchillig fürs Bett dann. Dann pennst du auf einmal so einen Nagel so. Du willst ihn so hauen und der Nagel bleibt an so einem Kissen hängen. Ja, und du haust ihn noch mit so einem Kissen, Bro. Und es ist so voll weich die ganze Zeit. Er sagt so, ey, bitte mehr. Nee, okay, aber folgendes Szenario. Ja. Es ist 100% ein Einbrecher. Ich kann nicht escapen. Ich würde ja 100%ig versuchen, irgendwie mir, keine Ahnung, also bei mir ist immer so, ich liege dann zum Beispiel in meinem Schlafzimmer, höre irgendwas im Wohnzimmer und dann scout ich so, okay, mit was können wir arbeiten hier? So, dann komme ich auf so wilde Ideen wie, ja, ich nehme den Fernseher oder so. Das ist dann immer ein bisschen strange. Aber so, dann gucke ich halt, okay, und dann habe ich zum Beispiel irgendwie so eine IC. Du willst den Fernseher mitnehmen? Ja, nein, er will mit dem Fernseher kämpfen. Ach so. Aber ich glaube, der Einbrecher würde einfach die Knarre halten und sagen, hey, danke für den Fernseher, würde den schnappen. Weißt du, weil den kannst du den gleich in unseren LKW unten bringen, da kannst du schon mal mit anpassen. Ey, Jungs, ich trage den raus. Was braucht er noch? Hier habe ich in der Küche noch einen Thermomix, was wollt er noch? So, und dann sieht man halt aber so eine Eisteeflasche oder so und dann denke ich mir so, ja, okay, mit dem knock ich den jetzt aus. Ich sage euch ehrlich, und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Psychopath oder ein Autist oder so bin, aber ich sage euch ehrlich, wenn ihr in meine Wohnung kommt und einen Prank macht, dass ihr einbricht bei mir, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr drauf geht. Und es tut mir leid. Seht ihr das genauso? Ja. Das ist ein bisschen amerikanisch, so wo du so aufs Grundstück läufst und erschossen wirst, aus heiterem Himmel. Aber ich finde es genauso. Und ich hatte letztens tatsächlich auch so einen Fall, Digga, das war sehr, sehr gruselig. Da war ich im Stream und hab auf einmal aus meinem Wohnzimmer, und also ich würde sagen, ich kann ganz gut, wenn ich so Geräusche höre, orten, wo die sind. Ja. Weil meine Freundin zum Beispiel kann das gar nicht. Manchmal liegen wir irgendwo und dann sind so Geräusche und ich sag so, boah, da schreit irgendwie ein Baby draußen und das kommt ja von da hinten irgendwo. Und sie sagt so, hä, nee, das kommt doch von da. Aber es ist für mich so mega obvious, dass es von da kommt. Wisst ihr so, die checkt es einfach nicht, keine Ohren oder so. Aber manche Wohnungen oder manche Positionen in Wohnungen sind auch so weird geschnitten. Hattet ihr mal diesen Moment, ihr so... So, da ist dann zum Beispiel ein Fenster irgendwo weird offen, dass es sich dann so komisch anhört. So, es kommt eigentlich vom Hinterhof oder so, aber dadurch, dass du nur auf der Vorderseite des Hauses das Fenster offen hast, denkst du, es kommt von da als Beispiel. Ja, weil das so reflected dann. Ja, das ist manchmal trickt das auch komplett. Ja. Naja, auf jeden Fall kann ich aber eigentlich ganz gut einschätzen, von wo Geräusche kommen. Wieso schaust du dich? Ich werde hier beobachtet von links, was geht ab? Ja, wie soll ich das anschauen? Schau ich dich an. Ey, ich küsse auch dein Herz, ja? Lass ein Abo da. Und ich sitze im Stream und höre auf einmal Geräusche aus dem Wohnzimmer. Komische. So, als würde irgendwas so so wühlen. Wie wenn man so Dokumente durchwühlt oder irgendwie so. Oder wie wenn man so einen Karton durchwühlt, der so diese Verpackungschips drin hat. Wisst ihr, wie ich meine? Dieses Styroporzeug. Oh ja. Wenn du da so drin wühlst, irgendwie so. Ja. Und ich denk erst so, okay, ich hatte halt Fenster auf, denke halt, das kommt von draußen irgendwie. Aber es war so laut wirklich, dass ich dachte, okay, das ist in meiner Wohnung, aber es ist ja keiner da. Aber du bist im Stream, so, du willst jetzt nicht irgendwie unnötig aufstehen. So. Aber ich habe gesagt, Leute, ich muss jetzt mal kurz aufstehen und gucken. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und da war das Geräusch halt nicht mehr da. Oh, okay. Aber ich habe dann so gecheckt, okay, Fenster sind zu, alles ist, also halt so nur gekippt. Hast du, okay, weil... Es ist kein Einbrecher hier drin,
Aber ich hab geschworen bei meinem Leben, alles dieses Geräusch war hier. Dann habe ich gedacht, habe ich eine Maus? Habe ich eine Ratte? Ist die Spülmaschine an? Nein, alles Hast du die Wohnung so durchgescoutet? Weil das mache ich immer. Ich weiß nicht, ja. Könnt ihr das relaten? Ich gehe dann immer so Room by Room und scoute dann immer so die Dinger ab. Ich habe dann jetzt nicht so viele Räume wie du, Kevin. Ja, aber du hast auch drei Räume oder so. Ja, ja, das Ding ist aber halt, mein Arbeitszimmer ist ja so in der Mitte und ich hatte die Tür offen. Das heißt, ich konnte quasi, ich wusste, dass keiner in der hinteren Seite sein konnte, sonst wäre er da vorbeigelaufen. Mhm. Es musste also, als die Geräusche vom Wohnzimmer kamen, hätte er nur Wohnzimmer oder Küche sein können. Okay, ich habe noch eine super weirde Frage, die muss ich hier kurz in deine Story reinwerfen. Habt ihr das auch manchmal, dass wenn ihr so in eurer Wohnung, so gerade in diesen Momenten, wie du erzählt hast, wenn ihr so um die Ecke geht, dass ihr so wie so bei Counter-Strike so Jiggle peekt? Boah, das ist nicht dein Ernst. Jiggle peeken tue ich nicht. Und ihr versucht so mit euren Augen quasi so mäßig das Crosshair-Placement so. Das ist nicht dein Ernst. Machst du wirklich? Das ist so, wenn das ihr ist nicht, dann mache ich es auch nicht. Wirklich? Du machst es? Oh ja. Du jiggle peekst um die Ecken in deiner Wohnung. Naja, so, ich gucke so langsam so. So, ich check so langsam, weißt du? Dass, aber er würde dich ja trotzdem sehen, ja, wenn er die Ecke abhält. Ja, aber wenn er zum Beispiel schon eine Gun auf mich pointet, dann jiggle ich, baite seinen Shot, kann die ditchen. Also jiggle peek macht tatsächlich Sinn. Ja, dann läuft er um die Ecke, schießt viermal und dann bist du tot. Ja, aber dann muss er erst um die Ecke laufen. Guck. Aber er muss erstmal daten, Bro. Dann habe ich noch ein bisschen Time. Ja, okay, ich check. Nee, mache ich nicht. Ich bin immer so eher der Typ, der dann so... Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich denke, dass ein Einbrecher da ist, wirklich, ja, oder so, oder manchmal, wenn man so diesen Grusel hat, weißt du hast vielleicht einen Gruselfilm geschaut und du hast jetzt so 10 Minuten lang eingeredet, Bro, fuck, hier ist vielleicht ein Geist oder sowas, irgendwie mal immer, da bin ich so der Typ, der steht dann so auf und macht dann so die Tür auf, weißt du so, ich gehe dann so dieses Full, ich will dann jetzt nicht so langsam, dass mich, weil ich denke, wenn jetzt ein Jumpscare kommt, was ein fucking Dämon immer in der Küche ist oder so, dann soll der so direkt kommen und nicht so langsam und auf einmal so, puh, weißt du so. Oh, okay. Ich mach dann direkt die Tür auf und sag so, wer ist hier, du Wichser, komm her! Ja, aber ich bin's! Stell dir vor, ich bin aber so, sowas auch, geht auch mega paranoid immer. Das ist dann so diese Frau von The Nun oder so und die erschreckt sich dann einfach. Ja, das ist so, fuck, Bro, okay, ich hau wieder ab. Sorry. Ich geh zum Nachbarn, fuck. Der Rätsmann erschreckt aus Versehen. So, aber du meintest, redest du dir dann immer so einmäßig, wenn du allein zu Hause bist, fuck, vielleicht ist ein Einbrecher da oder so? Nee, aber manchmal, wenn, also wir hatten das, ich hab's dir gestern schon erzählt, mit dem, wenn du bei Amazon was bestellst und es hat einen gewissen Warenwert, dann geben die dir das nur, wenn du ein Passwort eingibst, was du vorher an deine E-Mail gesendet bekommst. Also mit eingibst meinst du, man sagt dem Postmann das? Genau, man sagt dem Postmann, der Postmann kommt vorbei, sagt, hey, ich habe jetzt Paket für Herr Welte und dann sagt er, jetzt brauche ich noch das Passwort. Und dann sagst du mir das Passwort. So, die Mechanik war mir nicht bewusst. Ich dachte, du könntest es so selber vergeben und dann so, das müsste Lil Bitch 420 sein. Ja, das habe ich vor 10 Jahren mal ausgegeben, das Passwort, sorry. Ja. Das wäre so stark. Ja, so, okay, also kriegst du dann so einen Beschädigungscode. Genau, die Mechanik wusste ich aber nicht. Ich wusste nicht, dass das passiert so. Mhm. Und ich war an dem Tag nicht da und dann sagt meine Freundin, ja, da war ein Postbote da, der wollte ein Passwort, dass ich ein Passwort eingebe. Und ich habe direkt gedacht, holy shit, da war jemand da, der wollte uns scammen einfach. Da ist gerade jemand, der hat sich als Amazon-Postbote verkleidet und will irgendwie das Amazon-Passwort scammen oder so. Check it. Ist in den heutigen Zeiten noch nicht undenkbar, sagen wir genau, ja. Genau, genau. Ich denke nicht irgendwie, oh, da habe ich eine Mail verpasst oder so, sondern ich denke direkt, holy shit, da ist irgendwer und der will an mein Zeug ran irgendwie. Du meinst so paranoid in so einem Promi-Öffentlichkeitsding, dass du weißt, du stehst in der Öffentlichkeit, nee, nicht mal, du könntest ein Target sein. Ich war davor sein. Schon paranoid. Ach so. Weil ich schon mal, also ich wurde damals, als ich ganz klein und dumm war, als ich meinen ersten Rechner hatte, wurde ich gescammt einfach in einem Online-Game. Da hat mich jemand, Nostale, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das kennt man. So ein MMO. Ja, war so ein MMO. Da hat jemand geschrieben, hey, I'm admin, I need your password, is wrong. Oh, und ich war halt irgendwie 12 oder so und hatte noch 0 Punkte. Oh, also, hatte kein Handy und nichts, du wusstest ja davon noch nichts. Und ich so, oh, okay, this is my password, this is my login Romatra und so. Hat einen großen Cock 4. So, und alles war gone, Alter. Alles war für die Grind. Wir hatten auch so eine Situation. Wie einfach für den Typ. Ja, wie einfach, oder? Aber wir hatten auch so eine Situation in World of Warcraft, weil es gab sowas, das hat... Kann ich ganz kurz dich unterbrechen? Mhm. Merk dir kurz. Warum sagst du immer World of Warcraft? World of Warcraft. Das ist doch World. World of Warcraft? Ja, also ist doch, das Wort heißt doch World. Michael hinter der Cam sagt mir den Dicken, weil ich mich immer lustig über sein Englisch mache. Ja, also du sagst, das ist mir schon öfter aufgefallen, ich dachte, warum sagst du World of Warcraft? Das ist doch nicht World. Was spricht jeder so aus? I guess es spricht... World of Warcraft. World of Warcraft. Keiner hat gesagt World of Warcraft, ich verstehe schon. Ja, aber es ist halt... Aber, ja, du hast recht, das ist richtig. Ne? Glaub, warum sagt man World? Es klingt cool, I guess. Ja, WoW halt. Ja. In WoW hatten wir auch so roundabout 12, 13 oder vielleicht 14. Und ein Homie von mir, der wollte... seinen Account swappen von Todesritter auf Magier. Hatte aber jetzt keinen Bock, einen komplett neuen Charakter hochzuleveln. Also, der smarte Play, was machst du? Scam. Du stellst dich in Ogrimmar hin, in der Hauptstadt, und schreibst in den All-Chat rein, yo, ich würde ganz gerne Account swappen. Und dann hat uns irgend so ein 20-jähriger Achi
der, weiß ich nicht, nebenbei WoW-Suchti ist oder so, hat er uns einfach gerippt und hat einfach von Christian seinen WoW-Account. Scheiße. Also es geht quasi, also man swappt den Account, indem man halt einfach gleichzeitig dem anderen das Passwort gibt von dem Account. Aber was hat er davon, den Account zu haben? Der verkauft den dann. Der hat dann, der kann den Account sellen. Oder das wenigstens im ganz Minimum kann er einfach uns abfacken. For free. Okay, ja. Okay. Ich schwöre, das reicht den meistens. Das reicht ihm, glaube ich, auch schon genau. Und Gold. Er kann unser Gold nehmen. Und Gold war zu der Zeit in WOTLK auf jeden Fall, ist immer noch wahrscheinlich, je nachdem, nur die Summen sind höher geworden, aber halt viel wert so. Ja. Aber auch wie Romatra meinte, du kannst Accounts halt auch sellen auf Max-Level. Ja. Okay, und was payen Leute für so einen Max-Level-Account? I don't know. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich weiß, dass wenn du zum Beispiel hingehst und du willst jetzt hast jetzt einen Account, der heißt Lil Rätsmann Level 23 oder so. Echt, ist ein geiler Account. Ist ein taure Krieger. Ja. Und der steht gerade in Durotal als Beispiel. Klar. Und du willst ihn jetzt auf Max-Level bekommen. Ja. Ich glaube, dann ist es schon so, dass wir so über so 1 bis 2K reden, dass das jemand hochlevelt. Really? Das heißt, Atzen, die sagen, hey, ich habe Bock auf WoW, möchte aber nur so das Endlevel-Shit spielen, die legen einfach so ein Taui hin, dass sie den ganzen Level kacken. Ja, aber du kannst, also inzwischen kannst du auch kaufen, dass du Max-Level bist. Also nicht Max-Level, du kannst bis kurz vor Max-Level. Oder kannst du einen Max-Level komplett machen? Das kann sein. Weiß ich nämlich noch, als wir damals gespielt haben, dass irgend sowas war, dass du es einmal machen kannst oder so eine Scheiße. Ja, aber ich weiß nicht, ob auf Max-Level, sonst war es immer so, dass man so 10 Level bevor Max oder so, dann musste man die letzten musste man noch playen. Kann sein. Dann hast du so auf Max-Level so übelst viele Achis, die ihren Charakter nicht spielen können. Ja, auf jeden Fall war Fanny, da wurden wir auch gerippt. Ja. Ich hab, sowas prägt einen, also mich hat das, seitdem bin ich gigaparanoid. Ich überall, hab das immer gedodged, Faktor, Alter. Überall alles, Alter. Niemand kriegt mein Passwort, außer da steht, keine Ahnung, Polizei vor der Tür und sagt, ey, wir brauchen jetzt dein scheiß Passwort. Und selbst dann sagst du, bitte einmal genau, die Marke. Und selbst dann würde ich dir mein scheiß Passwort nicht geben. Also ja, aber ist auch richtig, oder? I guess, ey, damals in meiner Habbo-Zeit, Habbo war mein MMO, in meiner Habbo-Zeit. Dominik's Dad, der super viel Geld verloren hat. Über sein Handy. Bro, ey. Ich zahl's ihm irgendwann zurück. Da kann ich nicht. Rob saß letzte Folge hier und hat so erzählt, er hat seinen Eltern so ein Haus gekauft, mäßig und so hat Haus abbezahlt. Und ich werde irgendwann hier sitzen und sagen: Hey Leute, also ich habe meinem Dad die Habbo-Schulden zurückgezahlt. Irgendwie, weißt du, das ist so ein schwieriges Payoff. Wie viel Schulden hast du deinem Dad gemacht? Bro, das war echt viel Geld, ne? Checkst du, kennst du Habbo? Ja, ich weiß, ja. Boah, waren bestimmt über 1000 Euro. Krass. Bro, ich habe den Überplay. Guck mal, Rob hat seinen Eltern ein Haus gekauft. Ja. Ich kaufe meinen Eltern ein Habbo-Haus. Ja, kauf dir so eine Habbo. Aber nicht so ein normales, sondern so eins, wie du erzählt hast, mit so Goldsäcken. Ja, drin. Ja, mit so echt Geldsäcken. Ja. Ich design den so ein Zimmer da. Und sag so, oder guck mal, das habe ich gemacht. Kennt ihr noch diese Klingeltöne, die bei MTV immer in der Werbung waren? So dieses Jumba Jumbo-Abo. Hol dir diesen Klingelton, Jumba Jumbo, das ist einfach nur Jamba, Bro. Jamba Sparbo. Du weißt meine, so, da gab es dieses Küken und so. Genau, und den Crazy Frog. Oder Schnuffel. Der Nacktscanner und die ganze Scheiße, die du dir holen konntest. Ey, am Schnuffel Flughafen noch so. Verboten, hier schon erlaubt. Das war das Slogan. Ja, legendär. Das war das Slogan. Da wurde meine Schwester gescammt, mies. Die hat gesagt, also gescammt oder gescannt? Beides. Von Humatra. Humatra hat sich den Nacktscanner geholt, hat es mit seiner Schwester probiert. So eine Scheiße. Das habe ich nicht getan. Auf jeden Fall hat die sich da einen Klingelton rausgelassen. Und hat dann auch irgendwie im Monat 100 Euro gezahlt. Bro, aber so 5-6 Euro pro Woche. Ja, gewesen, genau, das ist richtig viel. Das war so überteuer. Das hatte ich auch mal. Ich glaube, die Vertrauen auf dieses Geschäftsmodell hat darauf beruht, dass einfach Leute sagen, oh Mensch, hier bucht jemand wöchentlich 5 Euro ab? Egal. Dann kündige ich es mal nicht. Es war aber auch zu der Zeit, glaube ich, noch so eine mega Grauzone, dass es übelst tricky war, das überhaupt zu kündigen. Ich weiß, dass da mega viele Leute mega gestruggelt haben mit. Weil da so, du musst irgendwie da super crazy Sachen per SMS schicken. Und damals haben Leute noch nicht so ganz rausgefunden, wie man SMS schickt oder so. Also, fuck. Ey, ich war damals so krass im SMS-Game drin. Ey, apropos ja. Paranoid, Bro. Ich habe noch eine crazy Story. Und zwar habe ich ja zu meiner Streaming-Zeit, wo ich ein bisschen mehr gestreamt habe und so, habe ich ja übelst oft PO-Box-Openings gemacht. Wo ich quasi super viele Fanpakete aufgemacht habe. Ja, ich weiß, wo das hingeht. Genau. Und da kann ja eigentlich jeder alles schicken. Da kann ja alles drin sein, ne? Mhm. Und da war auch oft Shit drin. Also wir hatten auch viele Sachen, die halt da mega scheiße waren. Wir hatten irgendwelche Bücher für irgendwelche Schulen, die man irgendwo kostenlos bestellen kann. Wow, so wir hatten aber auch schon, dass komplett Müll geschickt wurde. Wir hatten auch schon, dass an meinem Management von vor 5 Jahren, quasi nicht vor 5 Jahren, sondern zu der Zeit, also wisst ihr, was ich meine? Also ich war aus dem Management schon seit 3 bis 4 Jahren raus und trotzdem wurde zu diesem Management Müll, der so an der Seite rausgelaufen ist, geschickt. Boah, das ist disgusting. So Filme, wir hatten wirklich crazy shit und an dem Punkt denkst du so, okay, da kann jetzt alles drin sein, ne? Klar.
die scheiße Story von Knossi hat auch jeder gesehen, ne? Da bist du auf alles gefasst. Classic, ja. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, ich war quasi kurz davor, irgendwie in ein, zwei Tagen dieses PO-Box-Ding zu machen. Und diese PO-Box ist ja nicht bei mir zu Hause, sondern die wird dann quasi immer so zu mir gebracht, ne? Dementsprechend habe ich gesagt, okay, hey, ich würde ganz gerne irgendwie, keine Ahnung, Mittwoch oder so, dieses PO-Box-Ding machen. Und dann waren Montag schon die ganzen Pakete da, okay? Okay. Und dann stand halt ein riesiger Berg Amazon-Kartons und normaler Kartons halt da in meiner Wohnung rum. Ja. Und dann war es jetzt abends, ja? Und die Fenster waren alle zu, dachte ich. Bro. Und auf einmal klingelt ein Telefon. Halt die Fresse. Holy shit. Und du denkst halt so, und man kennt ja seinen eigenen Klingelton. Oder bei mir, ich weiß halt, ich habe nie das auf laut so, ich weiß, okay, es würde vibrieren. Junge, da hätte ich instant Herzinfarkt. Und es war halt auch so also entführungsmäßig so, gehen Sie jetzt zu der Straße, Ihre Tochter ist in Gefahr oder sowas, Digga. Und es war halt auch ein Android-Phone. Es war kein iPhone, deswegen wusste ich, es ist nicht von uns. Und dann ist es so um 1 Uhr, 2 Uhr, Bro, und du hörst so aus deinem Streaming-Raum so ein Android-Phone klingeln. Ach du Scheiße. Und du denkst dir so, und das war auch so, wie du meintest, so, ich war mir 100% sicher, es kommt aus diesem Raum. Ja. Ich stand am Ende in dem Raum und hab das Klingeln gehört. Ja. Okay, es war auch, also man muss dazu sagen, boah, ich hab Gänsehaut. Boah, ist eklig. Es war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so wie... Warst du alleine da in dem Moment? Nee, meine damalige Freundin war auch da. Und es war jetzt nicht so, dass es durchgeklingelt hat, sondern es war immer so, wie so, als hätte jemand eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ah. Oder sowas, wisst ihr? So, so einfach so ein Bim-Bim. Sowas, genau. So, dass man so... Oh, das ist richtig, das ist wie aus so einem scheiß Horrorfilm. Ja, oh Bro, das Gott. War auch so. So war du denkst, das ist so eine Bombe, die so ein Handy dran hat und jeden Moment so hochgehen kann mäßig. Mhm. Holy... Oh. Ja, oder halt ein Einbrecher, ne, der sein Handy nicht vergessen hat, nicht auf Stumm geschaltet. So ein dummer Einbrecher. Erstmal, halt, aber du standst ja am Ende da in dem Raum und dann klingelt es aus diesem Pakethaufen. Voll, und was mir gerade einfällt, die Fenster waren nicht alle zu, sondern es war im Sommer und ihr könnt euch vielleicht, oder du warst auf jeden Fall mal in meiner Berliner Wohnung. Ich glaube, du nicht, ne? Okay, auf jeden Fall in meinem Streamingraum hatte ich so, der war immer übelst heiß. Und damit der für den nächsten Tag so mäßig ready ist, habe ich den immer nachts, da habe ich so eine, wie so eine Fenstertür, aber da ist diese Tür, ne? Einfach, also ein bodentiefes Fenster. Die, was man aufmachen kann. Genau. Und der Hinterhof ist quasi auf meiner Höhe gewesen. Genau. Bedeutet quasi, man hätte von einer anderen Wohnung auch dann einfach in unsere Wohnung reinlaufen können. Es war so ein geteilter Innenhof. Genau, man hätte rein. Und es war sehr windig an dem Tag. Das heißt, es war dunkel, windig, mein Fenster war offen. God. Dann war da noch ich habe da so ein Ding rangehangen, dass quasi meine Klimaanlage, dass ich da so einen Schlauch raushängen kann und nicht die Luft wieder reinkommt. Das hat so geraschelt. Oh mein Gott. Und es war so super weird. Und dann hast du so dieses Bimmeln gehört und dachtest so, Bro, was zum Fick ist das, Alter? Und wir haben dann wirklich jedes einzelne Zuschauerpaket aufgemacht. Weil wir dachten, es ist ein Handy da drin. Aber war es gar nicht? Es war kein Handy da drin. Ich weiß bis heute nicht. Das finde ich noch viel gruseliger. Das ist noch viel gruseliger, ja. Ich weiß bis heute nicht. Oh Gott, das ist eklig. Jetzt habe ich auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das ist eine scheiß Horrorstory, gell? Das Bro, ist das wirklich, ist übel eklig. Meine Vermutung ist, und das ist ein bisschen weird, aber meine Vermutung ist, dass jemand draußen in dem Innenbereich saß, sehr nah an unserem Fenster und es so weird geheilt ist, dass es sich so angehört hat, als wäre es in unserer Wohnung. Boah, das ist so die einzige Erklärung, die ich habe dafür. Oh, das ist eklig, gefühlt Bro. Grund genug auszusehen. Es ist so eklig, weil mir fällt gerade ein, also ich überlege mir gerade eine Sache, wie das hätte auch sein können. Actually ein Einbrecher, der drin war in deiner Wohnung, der merkt, fuck, mein Handy hat irgendwie geklingelt. Ja, oder aber ging shit. Ja, da war doch der Schlauch an dem Fenster. Das Fenster war ja nicht Bro, offen, der hat oder? Ja, vielleicht hat er halt die Tür aufgeknackt oder so. Der war in der Wohnung drin super leise. Irgendwie, oder keine Ahnung, also stell dir vor, die Vorstellung, da war wirklich jemand. Ja, er merkt, der Typ kommt, er versteckt sich irgendwo, du läufst rum, sagst so, ah, okay, war wohl von draußen, geht weg. Und dann, wenn du pennst, eine Stunde später schleicht er sich raus und geht raus. Die Vorstellung, dass da actually jemand drin war. Bro, ich krieg grad so Gänsehaut. Das wäre krass. Wir hatten auch mal so eine Story, wo Dominik in dem Haus von meiner Mom was Übernatürliches erlebt hat. Oh, nee, erzähl doch, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich's wissen. Wir haben die Story schon erzählt, aber es ist wirklich eine 10-10-Banger-Story. Und ich glaube, dass der ein oder andere, gerade jetzt, wo wir auch auf YouTube sind, wir sind neu. Die vielleicht noch nicht gehört hat. Und es ist auch eine Story, die kann man auch zweimal hören. Bro, in dem Moment, als es passiert ist, kam wirklich die Tränen. Ich hab so Angst. Erzähl. Du warst ja weg oder so. Ich stand da nochmal mit einem Homie damals in der Tür, der auch
sagt, er hat was gemerkt da. Okay, okay, ich gebe dir ganz kurz ein Setting oder auch für die Zuschauer. Puh, geil, ich lieb sowas. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten eine LAN oder ein Poker-Event hatten wir. Sehr viele Leute, sehr viele Mods, sehr viele Freunde von mir in meiner damaligen Wohnung gepennt. Das ist so eine Einliegerwohnung von meiner Mom gewesen. Das heißt, wir haben alle in dieser Einliegerwohnung gepennt. Und auf der anderen Seite des Hauses wohnt halt meine Mom. So, und da halt jetzt nicht so super viel Platz war in meiner Einliegerwohnung, haben wir halt auch Taschen quasi bei meiner Mom so in den Eingangsbereich, in den Flurbereich, sag ich mal, gestellt. Mhm. So, ab da. Im Grunde, du kommst halt zu dem Haus rein und dann halt so links geht's halt dann in den großen Teil des Hauses, ne, mit Wohnzimmer und mehreren Geschossen. Und rechts, wie du sagst, ist halt noch eine Einliegerung, ist halt nur eine Wohnung. Und man teilt sich aber diesen Flur, also im Grunde sind es wie zwei normale Türen. Das ist nicht so, dass es zwei extra Wohnungen sind, finde ich. Ja. Ist eher so ein Vibe, dass man rüberläuft, ne. Deswegen waren wir halt auch ständig hin und her. Mhm. Wir haben auch oben im Bad dann auch mal geduscht und so. Deswegen war voll normal. Auf jeden Fall, drüben pennen halt, oder liegen schon ein, zwei Leute, pennen da. Und ich hatte meine Tasche, es war sogar diese Tasche hier, glaube ich, die hinten liegt, so eine graue, so einen grauen Weekender. Die hatte ich eben in dem Hausteil, also in dem Teil, wo deine Mom gewohnt hat, vor so einem alten Holzschrank abgelegt. Da muss man dazu sagen, als kleine Story, um das nochmal ein bisschen auszuschmücken, der Schrank wurde übernommen vom Vorbesitzer. Ja. Das heißt, es ist einer der wenigen Möbelstücke in der Wohnung oder dem Haus von meiner Mom, die sie nicht selber gekauft haben. Die da auch schon ziemlich lange stehen. Dann. Die stehen da schon ziemlich, ziemlich lange. Ja. Boah. Und der die können so wirklich so sehr lange, der stand da sehr, sehr lange schon. Ja. Der sah auch super alt aus und super weird. Und das Ding ist, ich war, muss man auch fairerweise sagen, ich war da schon ein bisschen vorbeeinflusst eventuell, weil deine damalige Freundin irgendwie schon mal sowas erwähnt hatte, irgendwie in die Richtung von, boah, irgendwie ist der Schrank gruselig oder ich habe da schon mal was Komisches aus der Richtung gehört. Ich glaube, nicht aus dem Schrank, aber aus dem Haus. Es gab eine Situation, da war meine damalige Freundin mit ihrer Schwester bei mir in der Wohnung und hat Clownsgeräusche gehört vom Dachboden. Nee, das ist Cap, oder? Nein, das ist kein Cap, ich schwöre. Also, die hat es schon ernst erzählt. Aber die Vermutung ist, dass es halt von draußen kam. Ja, ja. Und sich so ja, genau. Also deswegen mache ich eventuell Bias, aber das, was ich dir jetzt erzähle, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ja. Ich bin also drüben. Alle anderen Menschen sind in der Einliegerwohnung. Die Tür ist zu, Flur und Tür zu oder angelehnt, wo ich dann bin, ja? Sonst ist da keiner. Du bist der Einzige auf der Seite, wo die. Genau, ja, eigentlich. Ich glaube, deine Mom war da auch irgendwo, aber die war, hat schon gepennt oder so, glaube ich. Also es war niemand mehr around, gar nicht. Und ich, hier, so vor mir ist dieser Schrank, direkt davor liegt die Tasche, so, ich habe sie einfach da so an den Rand hingelegt. Ich beuge mich runter, weil ich so meine Zahnbürste und so holen möchte, ne? Ja. Ich beuge mich runter. Boah, ich kriege Gänsehaut, ey. Sag. Und Bro, du hast wirklich Gänsehaut, das ist ja, no ja. Cap. Ich denke mir das nicht aus, ich bin auch eher so ein kritischer Typ. Ja. Weil so Geisterstories sage ich immer, ja, war der Wind und so, ne? Ja, ja. Ich beuge mich runter und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, hier, also über meinem, also als würde jemand so von hinten in dein Ohr flüstern, hinten diese rechts, Position hinter hinten rechts. Rechts so, ja. Genau, aber sehr nah, aber so, so, wenn man so von hinten kommt, so höre ich einmal so ein Sch! Als würde jemand so sagen, sei leise. Oh. Aber richtig laut. Ich schwöre bei allem, von hier. Nicht jetzt irgendwie so oben ist irgendwas ich schwöre, deswegen dachte ich, drehe mich um, ich dachte, jemand ist gekommen und hat mich erschreckt, so dass da irgendwie der Homie steht oder irgendjemand hat so gesagt, psch, sei leise, wir verarschen die. So wie wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hör ich hier, ich drehe mich um, da ist nichts. Oh, hast du dich so quick umgedreht? Ja, aber ich dachte halt, da ist einer, nimmt mich hops oder irgendwas so. Oh mein Gott. Da war nichts, nichts, es sah gar nichts, es war da. Die Story geht aber noch weiter. Die Story geht noch weiter. Ein anderer Homie. Hm. Nee, aber das, also nicht meine, zu der Story. Ja. Abgefuckt. Also wirklich bei holy shit. Dann habe ich versucht zu erklären, ist irgendein Fenster offen, ist irgendeine Tür zugefallen, nichts, es war nichts da. Jetzt geht's noch weiter. Auch nur in dem einen Ohr dann, oder was? Ja, also du konntest, guck mal, wenn ich jetzt von hinten bei dir rechts ins Ohr reinrede, ja, dann kannst du doch orten, wo es ja, ist. Ja, genau, vor allem ganz deutlich, wo genau das ist. So kann ich orten, dass jemand mir hinten gemacht hat. Digga, es war abgebrochen. Und dann musst du dir vorstellen, Dominik hat uns das noch nicht erzählt direkt. Ja. Nächsten Tag ist es einem anderen Homie auch passiert. Der hat uns das aber dann direkt erzählt und dann meinte Dominik so, Bro, das ist mir auch passiert. Es ist an zwei Tagen passiert, unterschiedlichen Leuten. Ja, stimmt. Der meinte, aber es war, glaube ich, am gleichen Tag bei ihm. Kann ah, sure. Aber er meinte auch, weil ich habe, nee, aber auch vor dem Schrank? Selbe Situation, ja. Ihm ist es, glaube ich, vorher passiert oder der so. Der wollte also, deine Sachen rein. Weil ich kam dann rüber und habe halt, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Ich dachte, Leute, ich weiß nicht. Du meinst nicht. Auch so, ja, ist mir mega unangenehm, aber
ich stand gerade vor diesem Schrank ja. und ich glaube, da spukt es. Ja, wirklich, wirklich. Ich hatte wirklich Schiss, dachte, was machen wir? Fahren wir heim? Also ich kann hier doch nicht pennen, was geht ab? Ja? Aber da haben wir alle so mäßig im Wohnzimmer so zusammengepennt, so zu fünf. Auf da so Kommune-mäßig. Da fühlt man sich sicher immer, weißt du? Ja, Situation. Ja, das ist besser. Ja, und er meinte, Bro, ich hatte das Gleiche, dass ich das Gefühl hatte, da hat von rechts hinten jemand irgendwas so geflüstert oder so gesagt. Ganz abgefuckt, ey. Hast du mal eine richtig gruselige Geisterstory für uns? Hast du irgendwas erlebt? Ich habe also manchmal, ich habe es euch gestern schon erzählt, manchmal habe ich so luzide Träume, wo ich dann merke, ich träume, hier passiert was Gruseliges. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt aufwachen, wach auf. Und dann wache ich auf und kann mich aber nicht bewegen. Und dann passiert nochmal was richtig Gruseliges. Irgendeine Person geht irgendwie so durch so ein Monster, kommt, meinst genau, du, ne? Kommt halt, also wir haben so Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und ich sehe so, der kommt was aus der Küche raus auf mich zu. Ja. Und ich kann mich nicht bewegen. Boah. Und dann merkt, und dann, das ist aber dann nochmal ein Traum. Aber weißt, ist es ein Traum oder kommt deine Freundin aus der Küche mit was zu essen? Nein, nein, das ist nochmal ein Traum. Traum im Traum. Das ist ein Traum im Traum. Ich denke schon, oh, ich bin jetzt aufgewacht, geil, jetzt bin ich safe, aber ich bin gar nicht safe, weil jetzt ist das, also, und dann geht das los. Und dann habe ich, da habe ich richtig Angst, weil dann denke ich, eigentlich bin ich wach. Das ist jetzt kein Traum mehr. Das so ist nach der dem creepieste Motto. Shit, das ist der, ich denke so, hey, ich bin wach und was ist das hier für eine Scheiße? Ich hatte sowas auch mal, aber slightly abgeweicht davon. Wenn ihr die volle Story haben wollt, dann kauft doch unser Edeltalk-Buch. Das ist, glaube ich, ein bisschen ausführlicher. Warte, kann ich noch kurz eine Sache dazu sagen? Und so eine andere deswegen habe ich vor diesem auch übel Schiss, weil manchmal habe ich das auch, ich liege dann wach da und kann mich nicht bewegen und höre aber irgendwas redet hinter mir. Aber das ist dann noch der Traum? Nee, das ist, da bin ich mir manchmal wirklich legit nicht sicher, ob ich da... Ob du es geträumt hast oder nicht? What the fuck, wie oder das? Ob du wach bist oder nicht? Quasi? Genau, ob ich wach bin oder nicht. Aber du... Weil es gibt ja auch, du kannst ja teilweise auch träumen, während du schon... Wach, oder? Da habe ich manchmal... Ja, manchmal, Wachträume, glaube ich. Genau, wo ich mich nicht bewege, genauso Wachträume, wo man sich nicht... Ich kann mich nicht bewegen. Ich probiere mich zu bewegen, aber es geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen und ich merke, wie hinter mir irgendwas... Oh, wie irgendwas ich kann redet. Das nicht. Ich kann weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht. Und wenn ich dann aufstehe, ich bin instant wach. So bin ich wach. Stell dir vor, ihr habt so einen luziden Traum, seid so gefesselt und hinter euch schmatzt so jemand übelst laut. Ihr habt so einen Dämon, der ganze Zeit nur rülpst. Der so Chips frisst und so übelst laut schmatzt. Ey, ich kann sowas nicht erleben. Ich werde da... Ich höre sowas, da habe ich... Das passiert, das ist mir nur so ein paar doll. Mal passiert, aber das war wirklich das Schlimmste. Das heißt, du liegst da, hörst irgendwas hinter dir reden ja. und du bist dir nicht sicher, ob du actually wach bist. Also genau, ob ich wach bin oder nicht und ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht umdrehen und schauen, es geht nicht, weil es reagiert nichts. Okay, dann bist du aber nicht so schlafparalysemäßig. Also macht es nicht besser, oder? Nee, also, aber ich finde es jetzt schlimmer, wenn du sagst, hey Leute, ich weiß, dass ich wach bin und ich höre hinter meinem Bett, dass da jemand redet. Das fände ich noch ein bisschen gruseliger. Ja, das ist dann Schlafparalyse. Ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal. Dass man Gestalten sieht oder das Gefühl hat, die kommen auf einen zu, aber man kann sich nicht bewegen. Und man denkt, man ist wach, aber man ist eigentlich gar nicht wach. Ich hab das so erlebt, so ähnlich, dass quasi eine Person, so eine schwarze Geistgestalt oder so alles war sehr dunkel und so sehr neblig auch und so, kam so langsam auf mich zu, Stück für Stück. Und ich konnte mich quasi, ich stand aber... Ja. Konnte mich aber nicht bewegen. Ja, oh und ich habe so gemerkt, wie so ein Körperteil nach dem anderen so versagt. Also es war so, erst war so mein linkes, wie sagt man, Schienbein oder so mein linkes unteres Bein so, ist so abgekackt. Und dann bin ich wie so eingesackt. Wisst ihr, als würde ich so wie in so Treibsand oder so stehen. Bis es so eingesackt langsam. Dann das rechte, dann das linke. Bis ich dann so wirklich am Boden lag und wirklich, ich habe so richtig realistisch diese Fliesen, ich hatte ja diese Fliesen im Eingangsbereich in dieser Wohnung auch, selbes Haus, wo so, ne? Ja. Da habe ich diese Fliesen gespürt. Bro, ich hatte diesen Traum oder sowas in der Art nie wieder, seitdem ich aus diesem Haus war. Oh mein Gott, das ist so. Ich glaube wirklich, dass dieses Haus Lokis. Deine Mom wohnt auf Loki einfach. Ja, aber glaubt ihr an sowas? Also eigentlich sagen, nicht. Nein, auf keinen Ich würde tatsächlich sagen, ich glaube dran. Also ich bin ganz fest der Überzeugung, irgendwie so übernatürlicher Shit. Aber du spielst auch jeden Tag Valorant wieder. Ja. Guck mal, das Ding ist, eigentlich glaube ich nicht an sowas und ich finde, es gibt für immer alles eine wissenschaftliche Erklärung und sowas und ich bin immer dafür, die zu suchen. Aber vielleicht gibt es die, aber wir haben sie noch nicht. Vielleicht gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung für den. Ja, klar, aber so. Aber ich glaube, viele von diesen Ghost-Sachen sind halt so, okay, hier war ein Luftzug, hier war das, Einbildung. Aber da ich diese Sache ja selber erlebt habe, da muss ich sagen, so dass, gibt's auch nicht. Dass es maybe halt Geschichten gibt und jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, die habe ich auch schon im Podcast, jetzt ist aber auch schon eine Weile her. Das habe ich nicht selber erlebt, aber Menschen, denen ich vertraue. Okay, das war die Familie damals von meiner damaligen Freundin und das waren Kroaten, die waren sehr gläubig, die hatten so ein Kreuz hängen im Wohnzimmer.
Okay. Ja, finde ich auch schon ein bisschen gut. Kreuz an so einem Nagel. Allein schon das zu haben, ist schon Ja, das ist schon Horrorfilme haben einen so gedreht. Ja. Ist ja eigentlich was so voll Normales und ja, ist ja eher ein positives Zeichen. Aber in meinem Kopf ist es auch schon eher so, so Kreuz Conjuring-Shit. Dass du so nachts was zu essen holen willst und das auf einmal auf dem Kopf so, ne? Ja, chillig. Oder ist auf dem Boden einfach, ist runtergefallen. Ja, oder wär auch, pass mal auf. Oh, scheiße, ja. Also dieses Kreuz hängt da. Und die sitzen halt zu dritt so im Wohnzimmer am Esstisch und irgendwie schnacken noch spät abends. Und so im Blickfeld ist dieses Kreuz auf jeden Fall. Man kann da hingucken, ne, an so einer Wand. Und in der Nacht ist der Opa verstorben. Also ein Familienmitglied ist verstorben. War der auch vor Ort? Nee, der war in Kroatien, glaube ich. Der ist verstorben. Das hat man dem Nachhinein, ist halt, ne, wie es so immer ist, der Anruf kommt eine Stunde später oder so, keine Ahnung. Aber ungefähr an diesem Abend, wie auch immer, haben mir diese, also erwachsene Menschen, denen ich 100% vertraue, die hätten keinen Grund, irgendwas zu lügen, haben gesagt, wir sitzen da abends und auf einmal fällt dieses Kreuz von der Wand runter. Und ich war da und habe das angeschaut und ich habe auch diesen Nagel gesehen und gesagt, das ist einfach so runtergefallen. Ihr habt keine Fenster aufgehört. Sie haben gesagt, wir haben nichts offen, nichts. Und dieser Nagel war nicht so waagerecht in der Wand, sondern der war so ein bisschen nach oben. Dass auf gar keinen Fall runterfällt, das Kreuz so richtig da reinslidet. Ich habe gesagt, es gibt keine Möglichkeit, wie das runterfällt. Sie haben gesagt, ich schwöre auf mein Leben, wir sitzen hier, es fällt runter. Und dann halt, im Nachhinein kam halt raus, dass der Opa gestorben ist. Das ist natürlich jetzt so fast ein bisschen so eine Klischee-Story. Wenn mir das sonst jemand erzählen würde, ich sagen, ja klar, dann wer weiß, was da los war. Ja. Aber es gab keinen Grund für die zu lügen. Und da bin ich so auch so an so ein bisschen so ein Punkt, dass ich sage, vielleicht gibt es doch irgendwie so ein bisschen so ein Shit. Weißt du, dass der so, dass dann so eine Seele mäßig sagt, ey, ich schau noch bei meinen Lieben vorbei. Gänsehaut, und du hast so, Bro, schau, ja. Ja, Dominik hat wirklich, also Dominik auch für unsere Audio-Listener, Dominik hat no joke, also jetzt kein Scheiß, die ganze Gänsehaut. Ja, also wenn ich würde hier nicht lügen, so, dann würde ich auch keine Gänsehaut, das ist wirklich krass. Ich kann noch kurz heute Morgen erzählen, du, ich habe dir geschrieben, bist du schon wach, weil wir wollten uns eigentlich viertel vortreffen und du warst ja auch mad am Arsch, du so, ja, ich bin nur so halb wach. Und ich habe mich dann auch nochmal hingelegt und auf einmal macht's dusch, richtig laut und dann war ich instant wach. Fernbedienung ist runtergefallen. Aber ich habe auch erst gedacht, so holy shit, was macht ihr so? Shit. Aber im ersten Moment nach der Story, wo ein Opa gestorben ist und ein Kreuz und eine Story erzählen, wo die Fernbedienung vom Bett gefallen ist. Ich wollte nur sagen, dass. Was lass mal Schuhe rufen? Mann. Was? Nee, nicht so gut. Ja, ist in Ordnung. Freunde, wir switchen zu dem nächsten Bit vom Podcast. Was ist deine Empfehlung der Woche, Wieland? Wir haben dir vorher nicht Bescheid gegeben. Was ist irgendwas, ein geiles Musikstück, ein Film, eine geile Tätigkeit, ein geiles Essen? Empfehlung der Woche. Urlaub. Ja. Okay, ich hab mir vor, ein guter Döner oder so. Auch, da kann ich da noch ein bisschen älter sein, gell? Kann alles sein. Keine Ahnung. Also meine Empfehlung der Woche ist, an alle, die jetzt. Squid die Game. Das ein bisschen. Nee, ist ein bisschen länger her. Ich habe letztens alle drei Checkers-Teile rewatcht und ich habe mich herrlich amüsiert. Die sind ewig, ewig alt und ich fand es super witzig. Ich habe mich jederzeit ewig amüsiert. Herrlich. Also, herrlich. Bro, ich habe den neuesten gesehen, aber ich habe ihn auf Deutsch. Hast du auf Englisch geguckt? Ich habe den vierten noch gar nicht gesehen. Aber die anderen drei? Die drei habe ich auf Englisch geschaut, ja. Aber ich habe sie auf Deutsch geguckt, weil es nicht anders ging im Kino. Ja. Und es war ein bisschen so, als hätte man so einen David Dobrik-Vlog auf Deutsch übersetzt. Ja, auch diese Lacher waren so super fake. Super scheiße. Und bei so einem fiktiven Film ist es nicht schlimm, weil da ist es ja eh eine gespielte Story und wenn es dann jemand gespielt. Ja. Drüber spricht. Ja, juckt nicht. Aber du kannst dich emotionalisch. Also, man merkt den Unterschied zwischen einem echten Video und einem Geschauspiel. Ja, ja. Und das ist auch okay, aber so. Das hat es für mich zerstört. Ja, gut, ich habe es auf Englisch geschaut, deswegen weiß ich nicht. Ja. Ich habe es auch nur geschaut, weil ich den vierten schauen wollte. Und den habe ich bis jetzt nicht geschaut. So, das ist ziemlich dumm gewesen. Kleiner Spoiler: da springt jemand mit einem Pogo-Stick auf den Hoden. Auf den richtigen? Ja. Mit einem richtigen Pogo-Stick. Ja. Und der Hoden, dem geht's gut danach. Möchte ich noch nicht spoilern, dann okay. Musst du das gucken. Okay, aber Spoiler, nein. Spoiler, eventuell nicht. Ich will nicht spoilern, aber Spoiler, nein. Freunde, meine Empfehlung ist, weil ich ja auch auf dem Urlaub in Malle war, habe ich es gar nicht erzählt, ist aber ehrlich gesagt auch nicht passiert. Ich habe einfach nur wirklich 6 Tage mich an den Strand gelegt und meine Wampe gebräunt. Deswegen komme ich auch mit so einem fantastischen Teint hier an in diese Aufnahme. Wenn ihr den Teint sehen wollt, müsst ihr natürlich auf YouTube vorbeischauen, Freunde. Meine Empfehlung ist, macht mal Urlaub auf Malle. Weil ich habe es klingt das dumm, aber ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, Bro, Real Talk, da gehen nur Asoziale hin. Dann haben immer so gesagt, ja, im Norden ist auch schön. Ich sag, ja, fickt euch mit dem Norden, ist auch schön. Ihr wollt alle nur da saufen, der ja wirklich auch eklig, ne? Ich dachte immer so, alle Länder sind geiler, geht schön, Italien, irgendwo anders, Spanien, ist egal, aber Malle ist so für asozial. Bro, Malle ist richtig geil. Wenn du nicht auf den Ballermann gehst, sondern richtig schön, schöne Natur. Ich glaube, Ballermann schön ist funny, mal, um das so mit einem Leben mäßig von außen zu sehen. Boah, ey, ich bin da durchgelaufen. Wir einen Tag haben wir gesagt, ey, wir fahren da hin.
und sind so mittags rumgelaufen. Mittags waren die Ärzte schon alle besoffen. Bierkönig war schon full. Da wurde schon reingesoffen. Ist auch ein Lifestyle. Also könnt ihr auch mal, wenn ihr darauf Bock habt. Aber es hat auch echt schöne Ecken zu bieten, Mann. Ja, ich muss mal wieder den Musikarzt hier machen, Freunde. Ist jetzt auch keine ultra geheime Empfehlung. Aber ich habe mehrfach gehört, dass Leute das neue Post Malone-Album nicht gut fanden. Das finde ich übelsten Quatsch. Ich finde das neue Post Malone-Album wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Es ist ein eher Moody-Album, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so Banger und Banger und Banger. Es ist mehr so eins, wo man sagt, ey, das würde ich mir jetzt auch mal von vorne bis hinten reinziehen auf einer langen Autofahrt. Also eher der Vibe. Mhm. Ich kann euch aber hier zwei Songs sehr ans Herz legen. Und das ist einmal Lemon Tree. Das ist wirklich der allerbeste Song auf dem Album, in my opinion. Und Wasting Angels mit Kid Leroy. Das sind wirklich die zwei Ultra-Banger. Es gibt aber noch andere. Love, Hate, Letter to Alcohol ist auch sehr stark. Und es gibt noch ein paar andere. Sehr empfehlenswert, in my opinion, dass man wirklich sich von vorne bis hinten zu geben, mal sich die 10 Minuten zu nehmen oder so. Und ja, war eine übelst geile Folge, Romatra. Danke, dass du hier warst, Bruder. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War geil. Romatra, du bist ein geiler Typ. Aber wisst ihr, wer auch ein geiler Typ ist? Die Zuschauer, die vor allem auf YouTube vorbeischauen. Lass uns da ein Abo da. Lass uns auf Spotify ein Abo da. Und auch eine kleine Bewertung, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem fantastischen Gast. Mehr wollen wir nicht sagen. Oh mein Gott, das ist nächste ja, Woche. Ja, ja, ja. Das, oh mein, warum Gott, Kevin oh sich mein so, Gott. Warum Kevin sich so freut, werdet ihr dann erfahren. In dem Sinne, macht's gut. Ciao. Peace, 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 peace. Tschüss.